Hallo zu einem neuen Video, heute zum Bike-Check, wie ich mein Radl gerade fahre. In den Kommentaren ist mal danach gefragt worden in letzter Zeit. Und jetzt ist es soweit, ich habe mir gedacht, ich stelle einmal mein Setup kurz vor. Viel Spaß bei dem Video, es geht jetzt nach dem Intro los. Lucas. The guy from Austria in the snow. He took all the three. And I really like this one from Lucas. This is in Austria, in Graz. Check this out. Ich fahre zurzeit der Kona Process 134 Alurahmen Größe Large mit 27er halber Laufrädern. Danke nochmal an den Ossi und alle meine Freunde, ohne euch hätte das Bike gar nicht. So schaut das Radl aus, die Farbe ist richtig nice. Als Gabel habe ich die RSD Rogue, ist ein Gabel für Enduro fahren, 160mm Federweg. Links Luftseite natürlich wie gewohnt, vor allem meistens mit zwischen 90 und 120 PSI. RockShox Deluxe Dämpfer, vor allem meistens zwischen 202 und 250 PSI je nach Strecke und je nach Jumps. Gebremst wird mit der SLX, 4-Kolbenbremse. Braucht man nicht viel dazu sagen, zieht super, ist sehr zuverlässig. Griffe habe ich natürlich von ODI, die Longnecks, ohne Lock-On, einfach quasi Dirtjump BMX Griffe, finde ich für die Hand am angenehmsten, ich finde sie richtig nice. Lenkervorbau von Cromac, 40mm Rise Lenker, Lenz im Land ist immer am Start natürlich. Ja, so schaut es aus, wie sieht man, der Lenker ist ein bisschen höher, Vorbau ist sehr kurz. Basspin Setup mit einer Kralle von Intent Bikes, weil man da die Bremse besser runter montieren kann, ist ja eigene Geschichte. Chromac Contact Pedale, die Ohre Kurbeln, ganz günstig, aber zuverlässig ebenso. Die Ohre Schaltung, 11 Gang, aber ich habe mir ein Ritzel rausgenommen, dass ich einen Leerlauf habe, um bergab einen Leerlauf zu haben. Auf Wurzeln zum Beispiel kann man da reinschalten, dann entkoppelt es natürlich die Kräfte und natürlich zum Fakie fahren. Hinterreifen, die Sektor von Maxxis, schon ziemlich fertig, meistens um die 2 Bar. WTB-Felge hinten, die ist richtig scheiße, die ist schon am Auseinanderbrechen, da brauche ich bald eine neue. Aber wie gesagt, ich fahre meistens barmäßig so zwischen 1,6 und 2,5 je nach Strecken. Vorn Minion DHF natürlich, gar keine besondere Mischung, der ganz normale, und natürlich fahre ich mit Schläuchen, kein Tubeless, ich fahre mit Schläuchen. Vorne habe ich Bancho Vibe Felge, die haltet voll aus, schaut auch super aus. Sattel ist der originale noch von Kona, nichts Besonderes, er ist auch nicht besonders schön, aber ja, da muss ich mich mal drum kümmern. Und die Dropper Post habe ich am Unterrohr, damit ich Basspins machen kann, aber ich habe die Schaltung und Bremskabeln so kurz, dass ich nur einen Basspin machen kann, aber das reicht mir eigentlich, dafür habe ich immer gute Schaltperformance. Genau, so schaut's aus, das war der kurze Bike-Check zu meinem Trailbike. Ihr wisst, ich fahre alles damit, von Street, Dirt, Downhill, Bikepark, und ist eigentlich dafür das perfekte Rad. Ja, danke fürs Anschauen, es würde mich freuen, wenn ihr noch ein paar andere Videos von mir anschaut, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Let's go!